Der Attentäter von Christchurch muss für den Rest seines Lebens in Haft. Der 29-jährige Australier wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung. Brandon Tarrant hatte im März 2019 in zwei Moscheen Neuseelands 51 Menschen erschossen. 50 weitere wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Premierministerin Jacinda Ardern begrüßte das Urteil. Das Trauma vom 15. März verhallt nur schwer. Ich hoffe, heute ist der letzte Tag, an dem wir Anlass haben, den Namen des dahinterstehenden Terroristen zu hören oder auszusprechen. Er verdient völlige Stille auf Lebenszeit. Alle Extremisten stehen für Hass. Doch wir repräsentieren Liebe, Mitgefühl, Muslime und Nicht-Muslime, Menschen mit und ohne Glauben. Das sind wir, Neuseeländer. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir in Neuseeland Muslime sind und weiterhin diesem Land dienen werden. Das Attentat gilt als eines der schlimmsten in der jüngeren Geschichte Neuseelands. Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen, sind arbeitsunfähig oder müssen mit starken Schmerzen leben. Infolge der Tat verschärfte die Regierung die Waffengesetze.